Hallöchen, schön, dass ihr dabei seid zur nächsten Folge. Ja, und wie ihr sehen könnt, oben steht Sommer und nicht Frühling. Beim letzten Mal waren wir ja im Winter. Und ich habe halt ein bisschen vorgespielt, beziehungsweise weitergearbeitet. Da war ja jetzt doch einiges zu tun hinten. Es hat sich auch sehr viel getan im Dorf. Und vorweg kann ich schon mal sagen, das ist jetzt nicht nur ein halbes Jahr, was ich weitergespielt habe. Ich habe sogar eineinhalb Jahre jetzt knapp weitergespielt, weil es einfach so viel zu tun war da hinten. Und ja, dementsprechend würde ich sagen, ich zeige euch einfach, was so passiert ist. Und vor allem können wir hier schon mal anfangen. Ihr seht, wir haben nur noch einen Steinhaufen in der Hütte. Und da sind auch nur noch, 2600 Steine. Das heißt, ich habe einige Steine verballert, aber nur wegen der Steinmauer da hinten. Bei den Gemüsebeeten. Ach ja, und ihr seht, ich habe auch angefangen mit Wegen. Es gibt noch nicht überall Wege, aber ein bisschen habe ich schon gemacht. Oh, und ich sehe gerade, der Gute ist schon wieder am Verhungern. Dann sollten wir mal wieder erstmal was essen. Ich sag ja, wir waren sehr, sehr fleißig. So, wo haben wir denn hier was? War auch nicht mehr so viel drin, das habe ich auch vernachlässigt. Müsste ich mal so langsam wieder die Vorräte ein bisschen auffüllen. Aber nur so langsam. Noch ist ja was drin. Ja, so viel werden wir nicht brauchen. Da, komm, die 13 sollten passen. Ach ja, Fertigkeitspunkte, wo ich das da leuchten sehe. Da haben wir auch noch was zu tun. Das machen wir jetzt, glaube ich, direkt als nächstes. Ich sage, es ist einiges passiert. Einmal bei der Jagd. Ach ja, und dann können wir heute endlich mal... Ich habe das Met noch nicht besorgt. Ja, müssen wir heute Met besorgen. Für die Tränke. Dann können wir bei den Fertigkeiten noch ein bisschen weitermachen. So. Ruhige Hand habt ihr noch geschrieben, soll ich machen. Dann würde ich sagen, komm, setz mal den einen Punkt jetzt in ruhige Hand rein. Und fertig. Dann sind wir bei der Jagd auch schon wieder weiter. Überleben. Okay. Sind wir auf Stufe 9 jetzt. Haben wir auch einen Punkt. Ein Fels in der Brandung. Weniger Schaden. Okay, was haben wir da? Mehr Gesundheit. Trinkfest, ne. Wasser, ne. Dann mach mal stark wie eine Eiche. Mehr Gesundheit, was war das? Weniger Schaden. Ja, ist beides nicht verkehrt, ne. Wir machen mal erstmal mehr Leben. So, zap. Mehr Leben ist immer gut. Ah ja, dann kann ich eigentlich auch direkt mal Technologie gehen. Bautechnik ist jetzt durchgegangen. Aber nicht, weil ich die Steinmauer hinten gebaut hatte. Ich stand tatsächlich da bei den Feldern mit der Scheune und Mühle hinten rum, war am Überlegen, was ich jetzt wie weitermache. Und dann kam dieses Dü-dü-dü-dü. Heißt, Materiallager können wir jetzt auch upgraden und wieder ein bisschen Platz an der Hütte schaffen. Da ist nämlich, ich habe schon ein paar Mal Baumstämme rausgenommen aus dem Lager, damit wieder Platz ist. Ja, hier sind wir jetzt bei 2720, da hat sich nicht so mega viel getan. Hab auch nicht jeden Tag, ehrlich gesagt, nach den Pfeilen geguckt. Sonst wären wir da auch schon eine Ecke weiter. Hier ist klar. Oh, haben wir schon fast 13.000. Sind wir auch schon weiter. Und hier, guckt mal. Die Schenke ist auch schon fast soweit. Also da waren die auch sehr, sehr fleißig mit dem Produzieren. Ich habe nämlich gar nicht mehr so mega viel produziert, weil ich da die ganze Zeit am Bauen war. Und ja, als halt das sich hier freigeschaltet habe, habe ich dann auch hinten die Steinmauer unter anderem gemacht. Und auch noch ein bisschen Holzzaun. Vom, ja, vom Tierbereich unter anderem. So, wo gehen wir denn hin? Da sind die Felder alles. Die Bäume sind natürlich jetzt auch schon ein bisschen größer, kann man gerade sehen. Ich würde sagen, wir gehen mal hier vorne entlang. Und hier habe ich nämlich auch schon einen Weg hoch zur Scheune gemacht. Und dann gucken wir mal hier. So, wir gehen mal durch. Dann könnt ihr hier sehen vom, genau. Hier geht der Weg jetzt hoch zum Tierbereich. Hier habe ich auch einen Gatter reingemacht. Da seht ihr auch, den Zaun habe ich schon umgeändert. Da könnt ihr auch schon ein bisschen auf die Felder blicken. Ein bisschen was hat sich auch getan. Es sind aber noch nicht alle Felder umgepflügt. Das war einfach so viel. Und dann war auch zwischendurch nur noch eine Person auf den Feldern, weil die anderen wieder alle schwanger waren. Dementsprechend seht ihr hier auch so halb unfertige Felder. Hier, ja, warum das so komisch aussieht. Ich hatte einen Vogelangriff, möchte ich es mal nennen. Da war irgendwas mit Vögeln ein Event für diesen Sommer gewesen. Dass die irgendwie über die Felder hergefallen sind. Irgendwie so war das. Kann ich das jetzt nicht mehr eins zu eins wiedergeben. Dementsprechend hier, das eine Feld sieht ein bisschen komisch aus.
Und bei den Gemüsesachen, da müssen wir gleich auch mal hinrennen. War ein bisschen komisch. Ach ja, Laternen habe ich gebaut, ne? Immer schön parallel am Weg. Ich stelle uns mal hier hin, dann seht ihr auch, dass da überall Laternen jetzt mittlerweile sind. Vereinzelt mal so ein paar Bänke gesetzt. Hier ist eine und da habe ich eine hingesetzt. Da ist schon wieder eine Krähe. Nur zwei auf dem Feld. Weg mit euch. Ein paar Vogelscheuchen wäre noch schön zu bauen. So, ihr habt die Felder schon genug verwüstet. Weg mit euch. Noch hier drüber. Ja, vereinzelt habe ich dann so Gatter eingebaut, ne, wie jetzt hier, dass man auch auf die Felder draufkommt. Der Bereich hier ist zum Beispiel schon komplett eingezäunt. Während die oberen Bereiche noch nicht fertig eingezäunt sind. Ne, da, ich weiß ja noch nicht, wie wir da oben weiterbauen werden. Dementsprechend enden die jetzt hier erstmal mit dem Gatter. Und dann muss ja später der Zaun weiter hochgezogen werden. Auf der Seite ist dann auch ein Gatter, dass man auch auf von der Scheune schnell dann auf die Felder draufkommt. Das ist so der Stand der Dinge. Wie ihr sehen könnt, ich habe hier einiges gemacht, aber hier sind noch die letzten Felder, wo noch gemacht werden muss. Da muss ich noch ein bisschen mit der Hacke arbeiten. Ich würde sagen, komm, das eine kleine hier, das hier, ja. Das können wir eben noch schnell zusammen machen. Dann haben wir nämlich da auch wieder was getan, dass wir vorwärts kommen. Und dann würde ich gleich noch gern mit euch, ja, hier sind 279 Stämme liegen mittlerweile hier draußen. Oh, schon wieder voll. Mein Gott. 200 Eisenerz auch mittlerweile auf Lager. Ich habe zwischendurch immer mal wieder ein bisschen verballert, damit auch Eisenbarren drin waren. Das heißt, wir müssen wieder ein paar Holzstämme rausnehmen. So, da. Dann machen wir das zu einem Stapel, damit hier nicht so viel rumfliegt. Das heißt, wir müssen auch dringendst in der nächsten oder übernächsten Folge dann mal Lager ausbauen, dass wir da mehr Platz haben. So, was wollte ich denn jetzt? Ah ja, ich wollte eine Eisenhacke holen, genau. Mit dem Feld war ich gerade dran gewesen. Dass wir das eine da noch kurz, das kleine, fertig machen. Weil dann haben die Damen hier auf den Feldern, so viele sind es nämlich gerade nicht, nicht mehr so viel zu tun. So, springen wir mal hier drüber. Ja, schafft er. So, machen wir das Kleine hier nämlich schnell fertig. Okay. Wenn er dann trifft. So, jetzt haben wir. So. Ist nämlich nicht so groß, das Feld. Das haben wir schnell gemacht. Dann müssen die das nicht mehr machen. Müssen wir hier ein bisschen aufpassen, dass wir uns in dem Dreck nicht vertun und nicht eine Stelle übersehen. Das ist halt immer ein bisschen blöd, dass das so alles, ja, die gleiche Struktur hat. Da erkennt man das teilweise schlecht, vor allem wenn man alles selber macht. So, eine Reihe noch. Und das letzte. So, fertig. Dann haben wir das Feld 30 für Flak. Ah ja, ich habe die auch alle schon beschriftet. Haben wir das auch schon. Hier der ganze Bereich hier hinten ist Flachs. Flachs wird dann hier oben bis hier gehen. Dann fängt hier Weizen an. Und hier unten, genau, da waren das zwei. Das müsste noch Flachs sein. Und das hier Weizen dann. Ne, ist auch noch Flachs. Okay. Weizen fing dann hier an. Dann ist der ganze Bereich oben und unten Weizen. Bis ganz hier hinten. Na, guck mal, da kommen die Damen. Sind beim Gemüse fertig hinten. Dann ist das hier Hafer, Roggen und die drei. Dann haben wir jetzt nämlich vier Felder insgesamt mit Hafer und Roggen. Ein bisschen mehr wie vorher. Dann würde ich sagen, wir können auch mal eben unser Pferdchen rufen. Ja, es gibt. Ja, sehr schön. Klappt hier mit dem Weg, was ich mir gerade geplant oder gedacht hatte. Dann reiten wir nämlich nochmal eben zu den Gemüsefeldern rüber. Die wollte ich euch ja auch noch zeigen. Und dann seid ihr auch schon wieder, was das Optische des Dorfes angeht, soweit auf dem neuesten Stand. Na, hier kann man es sehen. Ja, die Steinmauer habe ich noch fertig gemacht. Um die Gemüsefelder. Und, ach ja, apropos Gemüsefelder, ne? Das können wir, wenn wir jetzt einmal unterwegs sind, auch noch besorgen. Interessant, ja, Zwiebeln. Interessanterweise hatten wir keine Zwiebelsamen, ne? Wieso auch immer. Ich weiß nicht, ob ich die aus Versehen alle verkauft habe oder irgendwo hingeschmissen habe. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall in den Lagern ist es nicht. Dementsprechend müssen wir da auch noch neue besorgen. Dann würde ich noch mal kurz hier ans Lager gehen.
Weil wenn wir jetzt eh einmal unterwegs sind, dann würde ich gerne noch auch verkaufen in dem Dorf, wo wir hinreiten. Geh ich denn hin? Eisenhacke weg. Und zwar, jetzt muss ich mal kurz überlegen, was haben wir denn noch gut auf Lager? Hier Eisenbolzen können wir definitiv verkaufen. Sensen haben wir noch. Ja, haben wir 10 mit, dann haben wir noch 15. Ich habe mir das so immer auf 15 eingependelt. Aber ich denke mal, das wird schon für das eine Dorf reichen. Ne? Komm, wir nehmen vorsichtshalber noch ein paar Spitzhacken mit. Packen wir auch nochmal 10 ein. Dann haben wir auf jeden Fall genug für das eine Dorf. Mehr werden wir, glaube ich, nicht anreiten. Kurz überlegen. Falkon haben wir noch. Das heißt, wir müssen nur den Met besorgen. Na, guck mal her. Na? Tu mal ein bisschen bei dir einlagern. Ja, die Sensen, würde ich mal sagen. Ja, dann können wir uns auch wieder normal bewegen. Gehen wir nochmal schnell in die Kräuterhütte. War ja hier vorne. Da ist sie. Nochmal eben nachschauen. Kräutertisch bitte. Danke. Andere. Da. Met war es, genau. Die Pilze müssten ja theoretisch alle auf Lager sein, weil wir das ja schon länger suchen lassen. Du willst ja pflücken, sammeln lassen. Können wir aber noch eben kontrollieren. Gallen, Fliegen und Birken. Galle, Fliege, Birke. Waren die jetzt hier? Oder waren die Material? Ne, hier. Also, ach, guck mal hier. Mehr als genug. Birke. Wo sind die alle? Die anderen. Fliege und Galle, ja. Guck mal, ist auch alles in etwa gleicher Stückzahl da. Nee, das haut hin. Das passt, würde ich sagen. Balkon hatten wir ja auch. 7 Stück schon hergestellt. Ja, brauchen wir wirklich nur das Met holen. Okay. So, warten wir nochmal geparkt. Da vorne. Dann würde ich nämlich nach Gostovia reiten. Das war jetzt so der Plan. Dort halt, da müsste man nämlich beides jetzt auf einmal bekommen. Einmal das Met. Und, weil da ja eine Schenke ist. Also, ich habe es jetzt nicht nachgeschaut, aber ich vermute es gerade mal einfach mal so. Und Zwiebelsamen müsste man theoretisch da auch bekommen. Da sind ja, ist ja auch eine Scheune mit einem Bauern. Also habe ich mir so gedacht, reiten wir einfach mal nach Gostovia. Da sollten wir dann all unsere Sachen bekommen, die wir brauchen. Außerdem sind da ja auch ein paar Händler, dann können wir da dementsprechend ein bisschen was verkaufen. Und, nee, mehr ist da ja nicht. Und dann können wir nämlich schnell zurückreiten. Und dann mal schauen, dass wir das mit den Tränken hinbekommen. Das haben wir ja doch schon ein bisschen länger vorgehabt. Ich versuche übrigens jetzt auch gerade mal ohne Markierung zu reiten, so nach Gefühl. Ich möchte mir auch mal ein bisschen angewöhnen, weniger auf die Karte zu schauen und Markierungen zu machen. Weil die mussten damals auch schauen, dass sie richtig reiten und die richtigen Wege, Schweine. Aber sind richtig, ich sehe es schon. Das ist die Stelle, wo wir früher immer hier, wo unser Dorf da unten war, bei der alten Staffel und die Schweine gejagt haben. Da vorne, genau, da vorne ist der Fluss und der Weg. Und dann geht es hier nach Gostovia. So, alles richtig gemacht, würde ich sagen. Dann sind wir nämlich hier jetzt nur noch geradeaus und dann sind wir schon da. Und dann hoffe ich jetzt auch, dass beides in dem Dorf da ist. Sonst müssen wir nochmal woanders hinreiten. Oh, Ausdauer gleich leer. Der war schon so am Schnaufen hier. Das sollte aber reichen fürs letzte Stück. Dann hoffe ich jetzt wirklich, dass wir hier beides kriegen. So, bleiben wir mal stehen. Na, sie ist schon da. Gehen wir mal Lucky Lucky machen. Na, komm. So, zeig mal deine Waren. Erstmal verkaufen, würde ich sagen, bevor wir das vergessen. Erstmal das schwere Werkzeug. Ja, 5 kann sie nehmen, besser wie nix. Noch ein paar Eisenbolzen hinterher. Zap. So, Met. Wo hast du denn hier Met? Sieht eigentlich ganz gut aus. Die hat die ganzen anderen Sachen. Da, Met. Wir hatten 7 Falkonflaschen, ne? Dann nehmen wir auch 7 Met mit. Boah. Weine teuer, ey. Was kostet eine? 336. Scheiße, jetzt habe ich. 2 Stück haben wir jetzt, glaube ich, gerade gekauft. Met, ja. Also noch 5.
War es aber teuer, ey. Wo ich meine, wir haben genug Taler, so ist es nicht. Ja, dann können wir ja direkt nochmal verkaufen hier. Nochmal 5 Spitzhacken. Jetzt hat sie noch was Kohle übrig. Nochmal Eisenbolzen hinterher. Zapp. Ja. Haben wir unsere Kohle auch schon wieder geholt. Mach's gut. Achso, jetzt habe ich gar nicht... Nee, Samen müsste ja hier der Scheunenbesitzer haben. Holen wir direkt mal die Eisensensen noch raus. Ich glaube, hier werden wir doch alles los. Da ist er, okay. So, komm mal her. Gucken wir mal eben nach den Zwiebelsamen. Ja, hat er. 194, sogar mehr als genug. 100 brauchen wir auf jeden Fall. Damit wir beide Felder bestellen können. Dann nehmen wir die auch nochmal 600 Taler. Und dann können wir den ja unseren Rest hier verkaufen. 4 Eisensensen. Noch ein paar Eisenbolzen. Zapp. You have returned. Take care. Hat mich gefreut, mit dir Geschäfte zu machen. So, jetzt haben wir... Genau, wir haben ja noch die Köchin und unseren... hat es gewechselt? Nee, doch nicht. Da hinten ist er. Ich dachte schon. Ich dachte schon, hier hätte ein Generationenwechsel stattgefunden. Da ist er. So. Wie bist du denn eigentlich mittlerweile? 55, ja. Ein paar Jährchen hast du noch, aber nicht mehr so lange. Dann können wir dir hier auch noch 6 Eisensensen haben. Wir 2 kannst du nehmen. Dann nimm noch ein paar Eisenbolzen. So. Ja, ich glaube doch nicht. Ich glaube nicht, dass die Köchin jetzt so viel Kohle noch hat. Nee, hat's auch nicht. Egal, aber... Ach, guck mal, die eine hätte es ja wohl noch ab... Ah, 35, okay. So viel hast du doch nicht mehr. 3 Bolzen noch. So, mach's gut. Da sind wir ja fast alles losgeworden. Hat sich doch gelohnt, der Ausritt. Und vor allem, wir haben auch alles direkt hier bekommen. Das ist noch viel wichtiger. Würde ich sagen, können wir nämlich jetzt direkt zurückreiten. Und schön die Tränke herstellen. Da freue ich mich schon drauf jetzt. Weil wie gesagt, da waren wir ja echt schon... So, ich war schon seit ein paar Folgen davon dran. Aber jetzt können wir sie endlich mal herstellen. Und dann... Wie viel hatten wir jetzt? Nee, verkehrt. K war's. So. Da ist noch nicht 10. Ich habe auch hier nichts mehr gemacht, ne? Wie ihr sehen könnt. Das ist immer noch fast der gleiche Wert. Oder ist sogar, glaube ich, der gleiche Wert. Da sind wir auch fast bei 10. Ja, hier jagt sowieso nicht. Da haben wir jetzt die Hälfte mittlerweile. Da sind wir auf 10, 1, da noch nicht. Hier auch noch nicht. Ja, okay, 2. 2 Sachen, aber immerhin. 2 Sachen haben wir. 2 oder 3 Sachen waren noch kurz davor. Ist auch nicht viel. Heißt, da wird sich bald einiges tun. Ich glaube, wir mussten von Gostovio einfach nur hier den Berg hoch. Und dann sehen wir schon, wo wir hin müssen. Das ist der Fluss. Ich glaube, da müssen wir noch rüber. Ist gar nicht so einfach, ne? Sich so zu orientieren. Ah, da hinten. Ah, ich sehe es schon. Oder? Sind wir das da? Oh, jetzt. Ne, da glaube ich. Oh, genau, da ist der See. Ne, Quatsch. Das ist der Fluss. Dann müssten wir das da sein, glaube ich. Ich reite mal in die Richtung. Müsste aber hinhauen. Müsste hinhauen. Das müssten wir da hinten sein. Naja, doch, guck mal hier, da. Hier sind unsere Holzfäller und Jäger. Ja, wir sind richtig, okay. Alles richtig gemacht, sehr gut. Da müssen wir auch gar nicht bis hinten durchlaufen, ne? Wenn wir hier vorne noch die... laufen sah schon wieder, vor allem, wo wir reiten. Hier vorne die Kräuterhütte. So, dann parken wir mal hier. Gehen wir noch das restliche Material eben holen. Wo sind sie denn? Da, Falconas Ton, her damit. Und dann noch die Pilze schnell. Und dann können wir sie schon herstellen. So, Birkenmischling. Wir nehmen einfach mal alle mit. Wenn die schon am Ablaufen sind. So, machen wir bei denen genauso. Und hier auch. Zapp. Dankeschön. Und dann können wir sie hier herstellen. Hoffe ich jetzt zumindest. Ja, geht. Okay, wir haben alles richtig gemacht. 7 Stück. Ja, dauert auch zum Glück nicht so lange. Dann können wir die 7 eben durchlaufen lassen.
Und dann macht man die Punkte neu. Setzt er eigentlich jetzt alles zurück oder nur einen? Das ist jetzt die Frage, ne? Das ist jetzt eine gute Frage, glaube ich. Wir werden es einfach mal ausprobieren. Wo sind sie denn jetzt? Ah, hier, da. Ich habe immer noch 7. Hä? Ah, nee, ist Med Flasche. Ja, ja, okay, ich habe nichts gesagt. Stimmt. Die Flaschen behält sie. Ja, ja, wir haben was leer gemacht. Okay. Nee, okay, ich habe nichts gesagt. Alles gut. So, Trank der Unbremse. Ein Trank wird am. Setzt alle ver. Plus 100. Oh, wir sind dann komplett besoffen. Ja, okay, nee, dann warten wir noch. Wir haben ja zwei Sachen, die kurz davor sind. Ja, habt aber auch keiner von euch in den Kommentaren geschrieben, ne, dass er dann alles zurücksetzt. Ihr habt mich mal schön machen lassen. Ja, ja, das werde ich mir merken. Nee, Spaß beiseite. Okay. Dann würde ich... doch, war richtig... Nee, der kommt nicht hier rein. So, das war verkehrt. Jetzt mal eben gucken. Hier die Metflasche. So, die kommt da rein. Dann die Zwiebelsamen kommen hier rein. Den Trank mache ich da mal rein. Dann müssen wir die anderen Punkte noch ein bisschen ausarbeiten. Und dann wären wir mal, wenn wir noch ein, zwei Sachen da auf 10 bekommen haben. Das war ja nicht so viel. Ich gucke jetzt nochmal eben. So, auch wieder alles schön einsortiert. K-Fertigkeiten. Ja, das wird ja nicht so lange dauern, wenn ich nochmal in die Mine gehe. Ja, hier brauchen wir nicht drüber reden. Da ist voll. Diplomatie wird noch ein bisschen dauern, aber hier ist auch bei 9. Ja, wenn wir die beiden Sachen zumindest hier überleben und das auf 10 machen. Was muss ich denn hier machen? Beim Sammeln. Okay, ja. Ist ja kein Problem. Sammeln können wir. Das kriegen wir hin. Heben wir Stöcke und Steine auf. Ein paar Beeren. Obwohl, jetzt ist Sommer vorbei. Dann sammeln wir noch ein paar Pilze oder so. Das werde ich schon beides nach oben bekommen. Und dann können wir die nächste Sache machen. Aber wir können mal eben noch... Ja, guck mal. Die Fallen scheinen wieder alle voll. Ah, sind auch kaputt. Okay. Okay. Kaputte Fallen. Dann würde ich sagen, machen wir das noch eben. Gibt nämlich noch mal ein paar Punkte für die Jagd dann. So. Hier Rattenfallen. Dann hier ist der erste Hasenstall. Hasenstall, ja. Die erste Hasenfalle. Ja, kann man auch als Stall bezeichnen. So ist es nicht, ne? Ist ein Käfig. Kann man durchgehen lassen. So. Zap. Da ist der vierte. Und dann müssen wir noch die vier Vogelfallen, so hießen sie. Zap. Zap. Eigentlich schade, ne? Wir haben die ganze Zeit Vogelfallen stehen und dann kam trotzdem dieses Event, dass die Vögel über die Felder hergefallen sind. Das fände ich noch cool, wenn das Spiel darauf reagieren würde, dass man das damit gegensteuert. Das wäre eigentlich ganz cool gewesen. So, vier Stück. Das heißt, wir können das Material wieder wegtun. Zap. Federn rüber. Der Pelz rüber. Dann brauchen wir... Was brauchen wir denn? Stöcke und Steine, so war's. Müssen wir noch ein bisschen runter. Haben wir überhaupt noch Steine hier? Ja, kriegen wir noch hin. 8 Stück waren das. Stöcke nehme ich einfach mal einen Batzen. Das wird wohl mehr als genug sein. Dann machen wir das Fleisch noch rüber. So, zapp, rein damit. Dann stellen wir die Fallen wieder auf. So, ne, hier kommen die Rattenfallen hin. Zapp, Nummer 1. Da, doch, war richtig. Ja. So, Nummer 2. Dann kommt hier Nummer 3. So. Na, wir müssen ja schließlich... dass da unsere Punkte noch nach oben kriegen. Sogar deutlich bei der Jagd. Dann war hier Hasenfalle. Zapp. Hier kommt die nächste hin. Ich habe auch gemerkt, zumindest kommt es mir so vor, wenn man die Sachen ein bisschen weiter auseinanderstellt, dass es anscheinend besser funktioniert. Also, dass dann auch alle Fallen voll sind. Weil wo wir das hier so dicht beisammen hatten,
Da war irgendwie, dass das. Na, jetzt habe ich das irgendwie, glaube ich, auch anders gerade gestellt, aber egal. Da waren dann, dass immer die zwei von den vier Hasenfallen voll waren und die anderen zwei andauernd noch gebraucht haben, während alle anderen Fallen schon voll waren. Also dementsprechend, ich glaube schon, dass wenn man die ein bisschen weiter auseinanderstellt, dass das schon was bringt. Ist zumindest so mein Gefühl. So mal als kleiner Tipp nebenbei, falls ihr das auch schon mal irgendwie in gewissen Maßen festgestellt habt. Ist da die Hasenfalle? Ja, komm. Wir stellen es hier hin. Ah, schon wieder verkehrt, so. Hier noch. Dass die Krähen auch schön hier den Dung und Saatgut in Ruhe lassen. Und die letzte. So. Dann haben wir die auch alle gemacht. Und was sagt die Uhr? Na, dann würde ich sagen, ich glaube eher, dass ich noch ein bisschen Eisen jetzt herstelle. Da haben wir ja wirklich einiges jetzt auf Lager. Nehmen wir uns mal ein 100er Stack raus. So, okay, das ist relativ voll. Gut, also dementsprechend, ich würde sagen, ich mache jetzt noch ein bisschen Eisen, koche eventuell noch was und vielleicht gehe ich so noch in die Mine. Muss ich mal gucken. Mal gucken, wie es von der Zeit her auskommt. Und ja, dementsprechend, ich bin raus. Euer Nobody. Ciao, ciao.